Willkommen bei Obermatt Aktien investieren. Es ist heute der 11. Dezember. Wir haben die Top 10 Liste vom 11. Dezember vor uns. Und zwar sind es Klimaschutzaktien in Nordeuropa und Kanada. Ein Thema, das ich gut finde. Ich finde es begrüßenswert, wenn die Unternehmen eher unterdurchschnittlich in ihrem CO2-Ausstoß sind. Und ich wollte wissen, was es hier in Nordeuropa so gibt, denn wir investieren ja für Europa. Mich interessiert am meisten die kombinierte Liste. Wir sehen hier eine Reihe von Industriemaschinenunternehmen, also Industrieunternehmen, auch Bau- und Ingenieurunternehmen, elektrische Anlagen, nur ein Pharmazeutika-Unternehmen, nur ein Unternehmen im Lebensmittel- und Fleischbereich, viele Unternehmen mit guten Value-Werten, also von der kombinierten Liste, auch relativ gute Sicherheitswerte, sind sicher finanzierte Unternehmen. Aber ich kenne praktisch kein Unternehmen hier außer Nokia. Deshalb wollte ich mal schauen, ja, was macht Nokia denn heute? Ich habe das ein bisschen genauer angeschaut. Wenn ich die Nokia-Aktienanalyse anschaue, ist auch hier alles im grünen Bereich für 2015. Aber man sieht, es war nicht immer so. Die Jahre 2012, 2013 waren sehr schwierig. Man erinnert sich, da musste das Mobiltelefongeschäft verkauft werden an Microsoft. Gehen wir mal schauen, wie sieht die Nokia heute aus? Ich ging auf die Website, habe gesehen, dass ein Produkt mit dem Namen Ozo im Mittelpunkt steht. Ozo ist eine Kamera für virtuelle Realitäten. Fand ich sehr spannend, fand ich aber auch ein bisschen zu nisch, also zu spezialisiert. Ich bin dann zurückgegangen, habe mir die Unternehmen im Maschinenbau angeschaut, die Industrieunternehmen, und fand ein Unternehmen besonders gut, das war Atlas Copco. Mir hat gefallen, dass auch hier alles im grünen Bereich ist. Gutes Wachstum, aber auch Value ist gar nicht so schlecht, außer im Vergleich zum investierten Kapital, aber im Vergleich zum Gewinn und auch im Vergleich zum Umsatz ist es positiv, im Vergleich zur Dividendenrendite sowieso. Sie haben auch eine sehr hohe Liquidität, auch wenn sie eventuell etwas viel Verschuldung haben und dort von der Sicherheit nicht unbedingt top aussehen. Ich wollte auf die Webseite gehen, das kann man hier direkt machen mit einem Klick bei Obermatt. Habe dann auf der Webseite diese Übersicht gefunden, diese Facts in Brief. Es ist ein sehr großes Unternehmen, wir können uns also sicher sein, dass da genug Manager und auch Direktoren vorhanden sind, die versuchen, hier Unternehmenswert zu generieren. Sie sind sehr breit aufgestellt, auch regional. Was mir gefallen hat, ist, sie haben in einem Sustainability, also in einem Umweltranking, einen Platz im obersten Quartil erreicht. Das ist schon mal gut. Sie geben viel Geld aus für Forschung und Entwicklung. Das finde ich auch gut. Und was ganz wichtig ist für mich, sie haben auch ein Umsatzwachstumsziel. Viele Unternehmen fokussieren sich nur auf den Gewinn und da ist es einfacher abzubauen als aufzubauen. Ich habe das Unternehmen weiter genau angeschaut. Es gibt eine Sektion über Innovation, die ist leider nicht besonders ausführlich, wie immer relativ grob gehalten, aber ich fand das spannend, dass man direkt auf der Webseite Ideen liefern kann. Also wenn das die Mitarbeiter wissen, und das nehme ich an, wird vermutlich intern beworben, dann ist es ein Prozess, bei dem Innovation tatsächlich gefördert werden kann. Ich habe weitergeschaut, weil ich wissen wollte, wo ist das Unternehmen denn primär aktiv. Ich habe einen Umsatzsplit gefunden und ich habe gesehen, dass der meiste Umsatz wird mit Kompressoren gemacht. Das tönt für mich nach Öl und Gas. Ich wollte also genauer wissen, was sind die Kompressoren-Technologien. Leider gab es nur ein relativ emotionaler Video hier. Es war nichts Besonderes Spannendes. Man konnte nicht herausfinden, oder stellen die jetzt Velos her oder stellen die Pumpen her für die Ölindustrie. Stoppen wir das wieder. Ich habe also weitergeschaut, ich habe mir den Jahresbericht heruntergeladen. Und ich habe hier gesehen im Jahresbericht, dass sie wirklich viele andere Anwendungsbereiche haben, neben Öl und Gas. Also das hat mir gefallen. Also habe ich mich eingeloggt in mein E-Banking und was man hier sieht, jetzt neu auf Englisch, ist das neue Interface von meinem Broker. Alles ist jetzt woanders. Was schön ist, was ich feststellen durfte heute, wir sind ein bisschen über 100.000, das heißt, ich habe ja zweimal 50.000 Franken einbezahlt, das heißt, wir haben ein kleines Weihnachtsgeschenk gekriegt, es gibt ein bisschen Rendite, obwohl der Sommer ja ziemlich turbulent war.
Wenn ich jetzt ins Training gehe, Orderbook, schaue, was habe ich denn da überhaupt bestellt, genau richtig, dann habe ich, kann ich feststellen, Atlas Copco, das Unternehmen, das ich ausgewählt habe, von dem ich 180 Aktien gekauft habe, ist bereits gekauft worden und gehört mir. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg bei Ihnen, Ihren Investitionen und dass Sie die Unternehmen auswählen, die für Sie am meisten Sinn machen. Und dann sehen wir uns wieder für die nächsten Serien. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.